würde ich an dieser Stelle meinen. Und auch die, die ihre Wahlverpflichtungen bereits abgeschlossen haben, für die haben wir ein kleines Zückerli parat, wobei ein kleines Zückerli masslos untertrieben ist. Denn auf der Bühne steht, ihr werdet es gerade sehen, eine ganze Völkerschar. Zusammen drummelt hat der Luzerner Komponist und Musiker, der Jack Säuberli. Es sind das zwei Chöre, die den Rahmen bildet haben für einen Song, wo der Jack Säuberli komponiert hat, letztes Jahr für das Jodlerfest. Und der Song heisst «Wunderbar». Er ist auch entsprechend angekommen im Publikum. Wunderbar gut nämlich. Und darum sind er immer wieder auf und abgespielt im Radio. Jetzt sind sie hier, sind der Jack Säuberli und sein Chor mit «Wunderbar». Und da ist er auch gerade. Herzlich willkommen bei uns, Jack Säuberli. Herzlich willkommen bei uns. Es ist ja wunderbar, was die gemacht hat mit dem Chor. Ich frage mich, wenn man so einen Chor zusammenstellt, kennt ihr jeden von den Musikern und von den Sängern persönlich, oder wisst ihr das? Nein, aber ich weiss, dass alles gute Leute sind. Die sind nicht auf der Bühne gestanden, warum nicht? Nein, es ist nicht nötig. Die können das auch so. Die können das auch selber. Das sind alles sehr gute Leute, ja. Wenn man den Namen Jack Säuberli gehört hat, dann denkt man zuerst mal an Big Bands, man denkt auch ein bisschen an Jazz, man denkt an das Bluesorchester, aber weniger an so etwas wie das hier. Wie ist es zu dem gekommen? Es hat mich einfach gereizt. Es war ja der Wettbewerb ausgeschrieben, Jodel Plus. Und was mich an dem Plus eigentlich gereizt hat, ist eben das,
andere Begleitinstrumente zu jodeln und einmal ein anderes Jodellied, auch ein bisschen andere Harmonien und vor allem auch einmal Junge, die mit dem Jodeln eigentlich nicht viel am Hut haben, oder? Mhm. Die einfach vielleicht Pop, Rock und so hören. Aber ich glaube, sie haben den Plausch. Das heisst, absolut wunderbar ist angekommen. Und jetzt fragen wir uns, gibt es natürlich so etwas wie eine Nachfolge? Gibt es noch so etwas? Ja, das überlasse ich jetzt alle innen da. Alle innen. Ich glaube, mit dem Applaus werden sie es bezeugen. Wir würden es gerne noch einmal hören. Besten Dank, Jeff Sögerli. Besten Dank natürlich auch am Chor Scholten und am Lesen.